Ich behaupte, dass Herpesviren Krebs heilen können. Ich habe hier so ein Herpesvirus mitgebracht. Das sitzt immer bei mir im Büro und guckt, dass ich da keinen Mist baue. Es geht aber um echte Herpesviren. Herpes, das soll Krebs heilen. Wir wissen doch, was das alles ist. Fieberblasen zum Beispiel, das ist der Herpes simplex virus 1. Da juckt das dann so an den Lippen, oder der Genitalherpes, Herpes simplex virus 2, juckt es ein bisschen weiter unten. Oder auch Windpocken zum Beispiel, man kriegt dann überall so Ausschlag, überall, und dann juckt das auch überall. Das ist was ganz Unangenehmes. Wir kennen auch das Pfeiffersche Drüsenfieber oder das Dreitagefieber, wenn Sie ein kleines Kind haben und das haben mal 3 Tage lang hohes Fieber, dann ist dieser Herpesvirus 6 vorbeigekommen. Der bleibt dann auch im Kind drin, bis es erwachsen ist und stirbt. Diese Geißel der Menschheit, dieses Elend, diese Qual, was irgendwie alles zum Jucken bringt, was irgendwie Fieber verursacht, das hier soll Krebs heilen? Nicht zu vorstellen. Aber wenn man sich das so richtig überlegt, was macht eigentlich ein Virus? Oder das ist so ein Herpesvirus, oder ich bin jetzt eine Körperzelle, da kommt so ein bisschen näher, oder ich versuche mich da irgendwie zu wehren, habe keine Chance. Der Virus dockt sich an mich an, in die Zelle geht, in mich rein, ich versuche nur so ein bisschen zu wehren. Keine Chance. Der Virus bringt mich um. Naja, und wenn man sich überlegt, Krebs ist doch, das sind unsere eigenen Körperzellen, die sich unkontrolliert vermehren. Das passt doch jetzt irgendwie. Hier kommt Talimogene Laureparepec. Ein Medikament, das Krebs heilt. Ein Herpesvirus, der uns von Krebs befreien kann. Ganz einfach, wir spritzen den Virus in den Tumor ein, der Virus dockt an die Tumorzellen ein, vermehrt sich in den Zellen drin, bringt sie zum Platzen und das Immunsystem übernimmt dann die Aufräumarbeiten. Also, ich behaupte, mit Herpesvirus können wir Krebs heilen. Also man kann es kaum glauben, aber alles, was ich Ihnen erzählt habe, stimmt. Und sogar, und das ist vielleicht das Unglaublichste, sogar der Name von diesem Ding, Talimogene Laureparepec, ist richtig. Hier ist auch ein Bild, wie das Medikament tatsächlich aussieht. Das ist nicht besonders spektakulär. 2 Dinge vielleicht noch. Bisher wurde es erst bei Melanomen, also bei gewissen Hautkrebsarten getestet. Die sind natürlich auch viel einfacher zugänglich als irgendwie so ein Lungenkrebs, der tief unter der Haut ist. Und sehr wahrscheinlich ist es nicht die direkte Vernichtung der Tumorzellen durch den Herpesvirus, der da entscheidend ist, sondern dass diese geplatzten Tumorzellen dann das Immunsystem aktivieren und das Immunsystem dann den Tumor angreift und beseitigen kann.